Servus Leute, hier ist der Volle von Bruder Hardcore Photography und heute gibt es was Kommerzielles und zwar habe ich einen Haufen Fragen von Kolleginnen und Kollegen bekommen. Volle, hey, wie macht man einen geilen Hochzeitsbildlook bzw. Farblook? Wie generiere ich das in Camera Raw? Schieben wir mal nämlich die ganze Lightroom-Sache nämlich weg, weil ich benutze Lightroom nämlich nicht. Das kann man nämlich aber dann, so wie ich euch zeige, nach dem Intro in Lightroom übernehmen. Also von dem Ding her, Leute, nach dem Intro sehen wir uns wieder. Und bleibt dran, weil zum Schluss gibt es noch eine Information. So Leute, wir sind hier jetzt angekommen im Camera Raw und wie gesagt, wie vor dem Intro gesagt, das was ich hier alles in diesem Panel mache, könnt ihr auch in Lightroom übernehmen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich will euch jetzt nochmal was zeigen. Ich mache das jetzt mit der Shift-Taste werde ich jetzt alle Bilder markieren und werde es euch beweisen, dass man mit Camera Raw genauso arbeiten kann wie mit Lightroom auch. Und zwar habe ich ja ein Preset mir gemacht und da könnt ihr mal gucken. Das habe ich abgespeichert unter Hochzeitsbraun und macht das jetzt. Und habt ihr da drüben gesehen? Jedes Foto hat jetzt denselben Farblook. Bam! Und da könnt ihr das jetzt auch definitiverweise wieder mit der Shift-Taste alles markieren und dann auf Öffnen drücken und dann werden die Bilder in Photoshop geöffnet mit diesem Farblook. So, jetzt sind wir wieder in Camera Raw. Ich habe dann gleich einen Cut machen müssen, weil ich es nicht gerade piert habe, den Farblook wegzumachen. Wie geil ist das denn? So, Leute, jetzt zeige ich euch, wie ich diesen Farblook generiert habe. Und wir gehen da erstmal da mit der Belichtung runter. Dann gehen wir definitiverweise mit dem Kontrast hoch. Wir gehen auf 25, aber das müsst ihr immer abhängig machen von eurer Fotografie. Da gehen wir auf 20, da gehen wir ein bisschen runter und dann gehen wir da auch ein bisschen runter. Ich gebe da ein bisschen Klarheit rein und auch noch mit dem Dunstentferner. Ich finde Dunstentferner so ein komischer Name. Und dann machen wir hier eine kleine Farbreduktion. Das war eigentlich das, was ich hier machen wollte. Dann gehe ich hier in die Farbtemperatur, gebe dann noch ein bisschen dazu. Ist mal zu hell. 7, cool. Und dann gebe ich da noch ein bisschen Rötung dazu. Jetzt gehe ich in die Gradationskurve und versuche hier ein bisschen das Ganze ein bisschen darkartiger zu gestalten. Darkartiger. Ja, nee, also definitiv könnt ihr da auch gucken. Ihr könnt es vielleicht übernehmen. Ich weiß es nicht so genau. Aber wie gesagt, es hängt viel davon ab, wie ihr fotografiert habt. Also das Grundmaterial ist definitiverweise sehr wichtig, um das Ganze so zu gestalten im Camera Raw, dass es dann halt eben auch passt. Und Leute, es ist halt eben einfach so. Warte, Leute, ich mache jetzt mal geschwind die Tür zu. Bin hier im Homeoffice, sorry. Wenn nämlich mein Sohn da wieder anfangen Gilfen tut, dann
So, das war die Gradationskurve. Also Einstellung, Gradationskurve. Und jetzt kommt eigentlich das, was am wichtigsten ist, die HSL. Und da versuche ich natürlich praktisch diese ganze Sache in diesem braunen Ton zu gestalten. Leute, was ich auch gern mal mache, ich mache das mal auf minus 100, also ich fahre da immer rum und kontrolliere, okay? Was mit dem Bild halt eben passiert? Grün mag ich nicht so, grün mache ich auch immer raus. Das ist, weiß nicht, grün ist nicht so meine Farbe. Sorry, tut mir leid. Wenn auch grün die Hoffnung ist, aber definitiv weiß ich das. Nicht so meine Farbe. Jetzt entsetze ich das nochmal ein bisschen, dass es nicht so allzu grell kommt. Und hau auch nochmal das Grün raus. Dass es praktisch die Tonung da gibt. Kommt schon cool, definitiv. Da machen wir das vielleicht ein bisschen heller, das Grün. Weil das ist, wird mir dann doch zu komisch fleckig. So, jetzt waren wir beim Farbmischer und jetzt gehe ich die Kalibrierung. Und da gucke ich auch immer. Wie verhält sich das Bild? Wo kann ich denn da noch irgendwie was rausholen? Eine ganz krasse, boah, ganz krasse Geschichte. Hätte man ja eigentlich so ein Teal and Orange Look beinahe. Cool. So, jetzt muss ich doch noch mal sagen, es müssen die Tiefen noch ein bisschen runter. Cooler Look, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt zu 100% getroffen habe. Ich glaube nicht, weil jedes Bild ist halt eben anders. Und ich habe jetzt definitiv nicht irgendwie mir die Mühe gemacht, dass ich mir jetzt noch einmal mein vorgefertigtes Preset mir angucke und die ganzen Sachen raus. Schreib. Ich bin da sowieso kein Fan davon, weil wenn ihr ein Preset verwendet von jemand anders, ja, muss es ja nicht von mir sein, sondern halt eben auch von anderen Kollegen, die Presets anbieten. Ein Preset kann man nie zu 100% auf Bildmaterial verwenden, jetzt zum Beispiel von eurem, weil ihr schon ganz anders da fotografiert, wie jetzt zum Beispiel ich. Dann gibt es ja die Customizer-Einstellungen in der Kamera. Der eine, lackiert sage ich schon, fotografiert in eine wärmere Sache. Der andere hat eine kühlere Einstellung. Dann hat er die Schärfe mehr hochgedreht und. Und dann kann man ja von Nikon, Canon, Fuji und Sony ja definitiv auch immer, sind das auch andere Kamerasysteme. Die Fuji, ich bin Fujianer, zum Beispiel mit der X-T2 und mit der X-T4, da sind die JPGs so scheiße geil, dass ich bei Hochzeiten zum Beispiel JPGs verwende und keine RAW. Gehen's einfach. So, jetzt sind wir dran. Jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Das ist ein neues Panel. Wenn ihr meint, das langt noch nicht. Ich will da noch was bearbeiten. Könnt ihr diesen Verlauf aufziehen, drückt die Shift-Taste und nehmt jetzt diesen Anfasser und zieht alles rüber. So, das Rote hier wird euch definitiverweise zeigen, hey,
Das, was du jetzt hier machst, wirkt sich komplett hier aus. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, Alter? Habt ihr das gewusst? Bin mal gespannt, ob das der eine oder andere gewusst hat. Ich glaube nämlich nicht. Wer es gewusst hat, kann mir gern einen Kommentar dalassen. Rauschreduzierung machen wir noch ein bisschen und die Schärfe geben wir auch noch hin. So. Leute, bam, da gehen wir da hin. Und das, was ich alles gemacht habe, und jetzt gehen wir in Photoshop, und das, was ich hier alles gemacht habe, könnt ihr definitiverweise alles in Lightroom übernehmen. Alles. Alles. Definitiv. Im Prinzip gefällt mir der Farblook jetzt schon so, wie er ist. Man könnte jetzt definitiverweise vielleicht noch ein Schwarz-Weiß machen, wo ich sage, okay, ich will das noch ein bisschen reduzieren, ich will das ein bisschen poppen, ich will das Grün weghaben, ich will das Blau ein bisschen poppen. Dann könnt ihr praktisch das halt eben, also das ist das Original, dann könnt ihr das reduzieren. Ihr könnt aber auch das mit dem Verrechnungsmodi machen, dann wird es noch darkartiger, natürlich nicht auf 100%, aber so könnt ihr halt eben dann praktisch das halt eben machen. Das ist halt eben praktisch so mein Hack. Ich ziehe hier das nochmal hoch, mache hier mit Steuerung I, invertiere ich diese Maske, Vordergrundfarbe weiß, den Pinsel. Nehme ich diesen hier, der ist schön weich. So. 30%. Und dann erhelle ich praktisch diese Sache. So. Gebe hier noch Gaußschen Weichzeichner drauf, dass ich die Maske ein bisschen weichzeichne. Homogenisiert das Ganze. Es sieht gefälliger aus. Drücke auf OK, ziehe das Ding halt ein bisschen weiter hoch. Man könnte jetzt definitiv auch noch hier ein bisschen Retusche machen, aber ganz ehrlich, Leute, ich wollte es eigentlich euch zeigen. Komm, scheiß doch drauf. Mensch, Folger. Ich würde jetzt da jetzt nicht großartig irgendwie was machen, sondern ich würde es da wirklich bei dem belassen. Natürlich so eine kleine Beauty-Retusche kann man durchführen. Dann meckert das Brautpaar nicht oder die, der Bräutigam. Brautpaar. Fehlt mir das Wort wieder. Oh Mann. Braut. Oh Gott. Scheiße, Mann. Oh, jetzt habe ich auch noch Scheiße gesagt im Fernsehen. Aha, nehme ich es nur bei YouTube. Leute, ich bin verwirrt. Aber so macht ja nichts. So, komm. Jetzt aber. Jetzt, Folger, hör auf jetzt. Jetzt! Pim, prim, pim, pim. Pimpern ist nicht schlimm. Und das war die ganze Soße. Leute, das ist das Ding. Ach, mein Gott. Sorry. Ich habe doch noch was gesehen. Ja, das ist Hochzeit. Ich sehe überall noch was. Oh Gott, nein. Nein. Oh nein. Ich kann es nicht haben. Leute, das ist der, mein Hochzeitslook für euch. Der ist ziemlich geil und macht's nach. Aber wie gesagt, definitiverweise kommt es auch auf das Grundmaterial an. Also im absoluten Gegenlicht. Geht das nicht? Es müssen ja auch so ein bisschen die Einstellungen von der ganzen Sache in der Kamera halt eben stimmen. Und ja, jetzt kommt noch
die Info. So Leute, jetzt kommt die Information und zwar eine ganz kurze und das ist eine Information. Ich habe 3 Produkte für euch und zwar als erstes mal ein Videokurs. Ding, 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 ding. Den könnt ihr mal checken. Für 30 Euro definitiv eine geile Sache. Geht gerade mal ein bisschen über eine Stunde, aber das ist ein Start-to-Go-Videokurs. Sehr, sehr geil aufgemacht. Gibt mit Bonusmaterial. Dann gibt es ein Videotraining live und da könnt ihr es auch buchen und dann können wir definitiverweise zusammen rocken. Dann gibt es noch mein Masterclass, sage ich jetzt mal dazu, und zwar das Personal Intensive Coaching. Das ist zwar ziemlich teuer, aber bringt euch ziemlich weit in eurer Bildbearbeitung voran und in eurer Fotografie. Das ist nämlich eine Kombisache. Da wird ein Model eingeladen und dann fotografieren wir die ersten 4 Stunden und dann werden wir die nächsten 4 Stunden in Photoshop landen und euch so richtig, richtig, richtig skillen. Leute, das war's eigentlich schon wieder und wenn ihr die ganzen Sachen buchen wollt, dann könnt ihr hier das tun, www.bruderartcore.de. Da könnt ihr mal drauf gehen bei attraktiven Produkten und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr definitiverweise mich kontaktieren, schreibt mich an oder ruft mich an, egal wie, und dann rocken wir zusammen. Dann machen wir ein unverbindliches Gespräch, so eine kleine Bedarfsanalyse oder eure Bedürfnisse oder eure Vorstellungen und wo ihr euch verbessern wollt. Das ist ja das Wichtige dran, weil ich kann es ja schon 15 Jahre lang erfahren. Fotografie und Bildbearbeitung. Also von dem her könnt ihr ziemlich gut lernen von mir. Ja, also das war's schon wieder. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.